Grüß euch und herzlich willkommen. Heute bin ich bei der Nussi. Ich bin wahrscheinlich der zweiteinzige Mensch auf der Welt, der Nussi sagen darf oder der das noch weiß. Gell? Weil das war ein Zufall, dass wir sie irgendwie wieder begegnet sind, weil meine Frau hinter der Kamera, die Kose, ist mit der Nussi vor 25 Jahren mindestens, ist noch länger aus. Ja, 30 Jahre, schon über 30. Trotzdem, junge, flotte Damen sind zusammen in die Schule gegangen. Und irgendwie, wie es der Zufall will, haben wir sie jetzt wieder getroffen. Ja. Und das Coole ist eben, die Elisabeth ist ein extrem Kräuterprofi. Und wir werden uns heute mal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich nicht die Kräuter herum anschauen. Genau. Sondern wir reißen es aus, wir schauen uns die Wurzeln an. Ja, das ist richtig. Genau, ich freue mich, dass ihr mich, ja, dass ihr bei mir seid, dass ihr mich beehrt quasi. Und das Wurzelthema ist wirklich ein Thema, das was mich sehr berührt. Weil zu mir haben sie schon gesagt, dass ein Kleiner, ich bin der Dreckfink. Ich habe immer dreckige Hände gehabt und habe schon immer in die Erde umgegräbelt und wollte das schon immer wissen, was ist da drinnen. Und ja, und das sind Kraftpakete unter der Erde, die was wir eigentlich heute da auch entdecken dürfen wieder. Und das, was jetzt gerade die richtige Zeit ist. Jetzt war der Vollmond gerade. Und die Wurzeln grabt man eigentlich im abnehmenden Mond, das war jetzt da genau richtig. Also das war halt echt toll, wenn sich da auch was daheim an Vorrat herricht. Wenn die Werwölfe wieder weg sind nach dem Vollmond und umeinander gröbelt, ich übersetze jetzt kurz für unsere deutschen Zuschauer. Ja, bitte. Herumgraben in der Erde. Jetzt legen wir los. Jetzt ist Anfang November, das sage ich noch kurz dazu, wir haben heute über 20 Grad. Ganz extrem. Gehen wir mal hintere zur Karte, oder? Oder sind wir da? Es geht zur Karte und wenn ich es gewusst hätte, dass es ein Schwimmteich hätte, so warm wie es ist, hätte ich das Badezeug mitgenommen. Ja, das war heute wirklich, glaube ich, nur zum Wahnsinn, zum Einige gegangen. Lässig. Da müssen wir ein wenig drüber steigen, weil bei mir wächst alles zu wild. Hörst du, da schaut es ja aus wie bei mir. Ich meine, da können wir zusammenkramt. Ja, die sammeln schon wieder fürs nächste Jahr. Das ist eben eine Wurzel und das ist die Nachtkerze. Die Nachtkerze und die hat da die ganzen Samen noch drinnen, darum los ist nur. Und das sind schon wieder die Einjährigen für nächstes Jahr. Die Sämlinge. Dann. Die Sämlinge, genau, weil die ist zweijährig. Die wird auch Schinkenwurzel genannt und der Johann Wolfgang von Goethe hat die geliebt. Der hat die verspeist, sie ist ein bisschen scharf, aber sehr kräftigend. Und früher hat man gesagt, die gibt mehr Kraft als wie 10 Zentner Ochsen. So viel Kraft ist in die Wurzeln drinnen eigentlich. Cool. Nelkenwurz, Schinkenwurz wird es genannt. Schinkenwurz, Entschuldigung. Das genau. Wusste ich auch nicht. Schinkenwurz war mir nicht geläufig. Das ist interessant, das ist immer so. Sobald du filmst, kommt irgendwer und tut Rosenmagen, gell? Ja. Wir haben gar keinen Rosenmäher, den man machen kann. Wir stehen jetzt da schon richtig, sehen meine Augen. Da unter uns sind gerade die Karden. Das ist im ersten Jahr sozusagen entwickelt. Genau. Du hast vorher, ich habe mir schon wieder nicht gemerkt, irgendwas mit den Wurzeln, du hast einen netten Spruch gehabt. Ja, das ist eben Wurzelkraftpakete kennenlernen. Das wollte ich sagen. Ja. Wurzelkraftpakete kennenlernen. Gut. Genau, weil man eben das Oberirdische kennen wir eigentlich eh öfter mal. Aber was jede Wurzel schaut innen an, also unter der Erde anders aus. Und jede hat seine Charakteristika und das werden wir jetzt gleich auch bei der Karte merken. Super. Ich darf euch eine Kartenwurzel auskommen. Die Kartenwurzel, das ist eine, die was auch ganz schön sticht. Die hat nämlich da so Widerhaken drauf. Genau. Und das ist gar nicht so leicht, dass man die dann sozusagen, ich habe schon recht ein Horn hat, aber andere tun sich da schwer, da müsst ihr halt euch dann Handschuhe anziehen, gell?
Und die Kadenwurzel ist eine recht starke Wurzel und die kommen sehr häufig vor. Jetzt traue ich mir die auch, dass ich wirklich auch mit einem festen Eisen ausgrub. Aber zum Beispiel bei der Engelwurzel, die was wir auch noch kennenlernen werden heute, da nehme ich dann eigentlich ein Krickel, dass ich ganz vorsichtig bin, dass ich ja die Wurzel auch nicht beschädige. Genau. Aber bei der Kaden, da darf man schon ein wenig, da darf man schon ein wenig auch zu langen, gell? Brutal sein. Ja. Und ihr seht, wie die da herinnen wächst, das ist ein reiner Schoder. Also das haben wir da angeschodert und da war eigentlich gar nichts sonst. Das taugt ja noch, genau. Dann bilden sie auch, glaube ich, von den Inhaltsstoffen sind sie auch viel reicher, gell, wenn sie auf so einem Magenstandort stehen. Genau. Als wenn sie die in die gute Gartenerde setzt. Das mengen die gar nicht. Und eben, wir wollen ja die Inhaltsstoffe bei der Kade haben, weil die Kade, die hat starke Kräfte und hat eine blutreinigende Wirkung und wird eben zur Borreliose-Nachsorge auch verwendet. Und da braucht man eben sehr viel gute Inhaltsstoffe, weil die Borreliose, die kann dann ganz schön zusetzen, ja. Ich sehe schon, da kommen wir eine Stunde. Ihr seht es da schon, die Kade hat eine Pfahlwurzel. Ganz gerade oben, ja. Die hat eine Pfahlwurzel. Die hat eigentlich so kleine Härchen hat's auf der Seite, aber sonst grabt man da einfach ganz gerade oben. Und man sieht eben, der Schoder wird nicht weniger, sondern das ist einfach da. Oder das ist sozusagen da die Erde so. Und ja, ihr könnt auch sagen, so, ich will nicht bis ganz oben, ich will einfach einmal einen Hauptteil. Aber sozusagen, es geht einfach darum, die Wurzel zu lockern und freizulegen. Und das ist am besten mit den Händen, weil da hat man halt das beste Gefühl. Am mehreren Gefühl. Genau. Was auch gut geht, wenn man Wasser reinlädt, gell? Ja, dann genau. Schlürft uns raus. Ja, das war auch eine Idee. Genau. Und bei den Kadeln ist es so, die haben eher sozusagen eine harte Wurzel. Da kann ich auch ein wenig, da kann man auch werken, beziehungsweise wenn andere nehmen wollen, einen Spaten, geht das auch zum Lockern. Oder Grobgabe, genau. Aber gut, wir haben ja Zeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit für die Wurzel. Aber da sieht man auch, wieso sie im Schoder kein Problem haben. Die holen sie es einfach aus der Tiefe. Genau. Die problemlos 40, 50, 60 cm wachsen die runter und holen sie einfach die Feuchtigkeit von unten. Totaler Pionier. Genau, totaler Pionier. Und der braucht auch den Schotter zum Keimen. Wenn der Boden geschlossen ist, dann keimt er nicht. Ja, und ich staune immer wieder, wie viel jedes Jahr aufgängen, weil ich lasse natürlich schon viel von den Karten auch stehen, weil ich es eben eh brauche dann nachher für die Tinktur zum Ansetzen. Oder ich tue es auch trocknen, die Wurzeln. Und dann schenke ich auch wieder kleine her, weil fürs nächste Jahr sozusagen, sie sind ja zweijährig, da wollen sie dann eh leider auch wieder was holen von der Gartengruppe. Aber schau, jetzt haben wir es schon hübsch draußen. Genau, jetzt haben wir es da, die Kadenwurzel. Genau. Da ist es ein bisschen verletzt, aber eigentlich ist es recht schön rausgegangen. Eine richtige Pfahlwurzel. Genau. Ja, jetzt haben wir diese Kade. Wir haben die Kade gemeinsam ausgegraben. Und die Kade, ich habe sie ja im Garten so gern, weil sie ja eine Wahnsinns-Hummelpflanze ist, mit so schönen Blüten. Und eben zweijährig, das ist das Besondere, gell? Nächstes Jahr hätte die geblüht. Genau. Du hast das gekillt jetzt. Ja, ich habe es jetzt. Für einen guten Zweck. Ja. Und was kann man alles da, oder für was nimmst das du? Ja, ich nehme es auf der einen Seite für Blutreinigungstees, also zum Entschlacken, zum Entgiften, dass das Blut wieder sauber wird. Da ist sie sehr gut. Sie stärkt total gut das Immunsystem. Und da ist sie sehr stark. Das kommt jetzt gar nicht so schlecht. Genau, sein, und das ist eben gerade für Corona-Zeiten wirklich, also erstens einmal schon vorbeugend, dass wir uns einfach das Immunsystem sozusagen einfach fit halten, brauchen wir einfach ein gutes Blut. Und wenn das gereinigt ist, dann tut sich der Körper einfach viel leichter. Gell? Und eben diese Borreliose-Geschichte. Aber eben sozusagen, ich tue es in Tees rein und da tue ich es eigentlich jetzt reinigen, sauber machen, dann tue ich es schneiden,
klar schneiden, trocknen lassen und dann kommt es eben zur Mischtest dazu für die Blutreinigung. Genau. Also du machst kleine Scheibeln oder so, genau, und das schmeißt in die und gierst auf nachher und heiß, oder wie? Genau, man kann es eben frisch nehmen, aber natürlich, wenn ich jetzt mehr habe, dann tue ich es auch trocknen, weil das man einfach hält. Genau. Und man sagt eigentlich so, ein Ding ist, dass man eigentlich nicht dicker als wir ein kleiner Finger sollten die Wurzel nicht sein und die ist da teilweise ein wenig dicker. Jetzt wird es eigentlich auch nur in der Mitte auseinandergeschnitten und klein hergeschnitten. Aha, das kann ich euch auch zeigen, wenn es wird. Genau. Ja. Aber sonst ist eigentlich gar nichts dabei beim Wurzeln trocknen. Es sollte relativ rasch gehen. Und wenn es eben wie jetzt ein Wetter hat, wo es nicht mehr so warm ist, dann müsste man halt entweder in einen Backrohr oder in einen Dörre das machen, so bei 40 Grad. Dann schön gemütlich, nicht genau, zu warm. Genau, nicht zu warm. Genau. Und das Schöne ist bei der Karte, wenn ihr einmal eine habt oder wenn ich mir drei, vier setze und ich habe eben, so wie es du hast, eher so schottrig, offene Bereiche irgendwo, dann habe ich es, dann ist es da. Du brauchst es nur aussehen lassen, genau. Sieht sich aus wie nur was, also richtig gut. Die hast dann da, wenn es zu viel sind, reißt man es halt einmal aus. Genau. Dann kommt man halt einmal mehrere Wurzeln aus, dann kann man viel Tee trinken. Ja, genau. Und sein Blut richtig reinigen. Oder auch was abgeben für andere, für die Nachbarn oder für die Freunde. Wenn man es mag, die Nachbarn, kann man auch den Nachbarn sowas geben. Genau. Jetzt werden wir uns aber noch eine zweite Wurzel auskramen. Eine richtig lässige, eine riesige Wurzel auch. Ja. Bin ich gespannt, wie du die rauskriegst dann. Ja, das frage ich mich auch. Die werden nämlich auch zum Teil 2-2,5 Meter hoch, die Pflanzen. Wir haben es auch im Garten, freue mich schon, weil das ist wirklich so eine ganz vielfältig nutzbare Pflanze. Ja. Mehr verraten wir noch nicht. Ja, unverkennbar, gell? Riesenblotschen, Riesenblätter. Ich lasse dich jetzt übernehmen. Was hast du denn da Schönes? Ja, das ist da jetzt die Engelwurz. Die Engelwurz, die Erzengelwurz sogar. Das ist die Angelica, Agra Angelica heißt die. Und das ist wirklich eine besondere Pflanze, weil es eben, ja, die Kräuterleute sagen, das ist der Engel in Pflanzengestalt. Also so kostbar ist die. Und die ist eigentlich schon in alten Pestzeiten ist eigentlich quasi zu den Leuten gekommen, hat es geheißen und hat eben ihnen geholfen, dass diese Pestzeit halbwegs überstehen, weil es eben so ganz viel, ganz tolle, starke Heilkräfte hat. Und die, oder, die sozusagen, die kommt eigentlich vom Norden zu uns. Gell? Das ist eigentlich bei uns jetzt nicht heimisch, sondern da haben wir die Angelica silvestris, die Waldengelwurz. Genau. Und ihr habt es ja auch, glaube ich, im Garten, wir gell? Wir haben alle zwei, weil wir ja der nordische Garten sind. Ja. Ist ja ganz eine extrem wichtige Heilpflanze für die Samen. Ja. Also die verwenden die auch in allen Teilen, auch die Stängel werden viel verwendet. Und in dem Fall ist sie wieder eine Zweijährige. Genau. Eh gleich auch wie die Karte, gell? Genau. Die hat auch so einen Zyklus, dass sie im ersten Jahr eigentlich nur wächst unten. Genau. Und im zweiten, manchmal braucht es 3 Jahre dazu. Dann kommt es und schiebt eine Riesenblüte aus. Die ist in dem Fall schon angestorben. Und dann hat es noch einmal durchgetrieben heuer, gell? Genau. Jetzt werden wir den einfach lassen, weil dann hat man nächstes Jahr noch mal eine schöne Blüte. Dann sieht man den Stängel, der ist jetzt schon abgestorben. Und meistens sind sie dann komplett kaputt. Dann kann man es nicht mehr. Genau. Aber manchmal, so wie die jetzt, treibt es noch einmal durch. Deswegen werden wir jetzt die nicht ausgraben. Ja, und sie hat wirklich so einen Kaliber von einem Blütenstand gemacht. Gell? Das ist eine Doldenblüte. Blütler und wirklich groß. Rund. Ja. Und mir ist einfach dann, also sie ist mir auch so wertvoll, weil die steht dann da, wenn wir da mit den Kräutergruppen da zusammensitzen und die tut uns da sozusagen einfach diese wunderschönen Pflanzen. Wird das so ein genau. Kaliber wird das, gell? Genau. Genau. Aber ich habe eben mit den Leuten heuer schon andere gegraben. Und die zeige ich euch dann auch gern, wie die dann ausschaut, wenn man sie eben die Wurzeln, die riechen ganz aromatisch und sind echt tolle Heilpflanzen. Ich habe schon geglaubt, ich muss graben. Das darfst du dann selber machen. Und weißt du, das darf mich nicht mehr interessieren, bei die, so wie es jetzt da ist bei der Engelswurz, die ist ja 2-jährig. Genau. Sollte man es dann zum Beispiel im ersten Jahr ausgraben, also wenn nur das Laub da ist, bevor die Blüte da ist? Oder wenn es blüht, oder ist es egal? Nein, das ist nicht egal. Es ist ja so viel Heilzwecke, sagt man eigentlich, dass man es im ersten Jahr grabt. Dass man es eigentlich also wirklich. Bevor es blüht? Genau, bevor es blüht, weil also die ganzen. Jetzt. Genau,
weil die ganzen Kräfte eigentlich dann drinnen sind. Du bist gut informiert, Markus. Ja, du kennst dich aus, das merkt man. Ja, das ist wirklich wichtig, weil eben die Kräfte nur gebündelt sind in der Wurzel. Und wenn es dann einmal auf sozusagen in den Schaft geht und in die Blüte, dann sind eigentlich die Kräfte mehr oben. Dann ist sie die Blüte. Dann ist eben mehr in der Blüte. Ja, dann isst du die Blüte, genau. Kann man auch, gell? Ja. Kann man auch kandieren, genau. Und so Sachen. Ja. Oder trocknen und ins Müsli. Genau. Die Stängel sind super zum Kandieren. Es ist zwar aufwendig, aber es ist wunderbar. Also so ähnlich wie kandierter Ingwer. Und die Samen sind auch super, genau. Früher hat man auch viel die Samen hergenommen. In Gedärmen hat man die mit Käse hat man das fermentiert und das war dann eine ganz haltbare Geschichte. Und das ist im Mittelalter nur ganz üblich gewesen, dass man da die Engelwurz verwendet als Lebensmittel. Genau. Ja, es ist einfach eine wunderschöne Pflanze und sie ist wirklich also auf der einen Seite für Verdauungsprobleme wunderbar, aber auch eben als Brustwurz. Da ist sie wirklich Spitzenklasse. Brustwurz heißt, dass wir es eben für Erkältungskrankheiten nehmen. Könnte jetzt wiederum nicht schaden. Ja. Was? Wie können wir sie jetzt da, sagen wir, für die Brust, also ja, in welcher Form würdest du das dann nehmen? Macht man sie einen Tee oder wie? Nein, da darf man dann einen Salm machen, also einen Balsam. Ah, und da okay. Gibt's schon und den schmier ich mir rein, oder? Genau, den schmierst du dann rein. Und das ist schon für die Babys. Die zum Beispiel die Stadelmann, das ist eine Hebamme, die was auch mit Babys viel eben immer wieder Erfahrung hat, was brauchen die und im Vergleich zu erwachsenen Leuten, die sagt immer, die Engelwurz ist schon gut für die Babys. Und die gibt es einen eigenen Brustbalsam mit Engelwurz für die Babys schon. Echt? Und ja, ist wirklich. Ja, momentan sind sie auch am Kommen auf die Welt und müssen gleich einen Mundschutz tragen, die Babys. Also du machst, aber die Salm, du verkaufst das ja nicht, gell? Du machst das genau. Für dich einfach selber. Genau. Aber was du schon, ich muss immer überlegen, ob ich Elisabeth so große. Ja. Aber du tust ja so Kurse sozusagen genau. Machen und das Wissen dann vermitteln. Genau. Da können wir euch dann einen Link dann unten setzen von der Kose. Weil das sind wirklich coole Geschichten, was man da lernen kann. Da lerne ich auch extrem viel. Und vorher, weil ich da so ein bisschen so umgeschaut habe, da sehe ich den Giersch haufenweise. Ja, haufenweise. Da nerven es mir immer wirklich meine Kunden. Giersch, hat jeder eine Giersch-Hysterie. Ja. Zum Teil die Menschen, die sich auskennen, die setzen den Giersch, weil sie ihn im Garten haben wollen. Ja, genau. Und überall wächst er ja gar nicht, gell? Nein, oft, er wächst. Oft ja, mag genau. Er es gar nicht. Ja, genau. Und bei mir ist er als Bodendecker und ich nehme wirklich das ganze Jahr her. Also ah, cool im Frühling schon die ersten Blätterl kommen bei mir in den Salat rein oder eben für die Suppen. Was hast du denn da für einen schönen Bodendecker? Ja, das ist eben der Giersch bei mir. Der macht eben den Boden zu und genau. Wird eben wirklich sehr vielseitig. Schau, dazwischen habe ich da eben jetzt dann den Beinwell. Ah, super, ja. Der ist sowieso auch ein Dauerbrenner, auch eben mit dieselben. Und der Giersch ist sozusagen wirklich das ganze Jahr. Ich nehme ihn im Frühling her, dann im Sommer kommen die Samen, die Blüten werden vorher noch verwendet und im Herbst grabe ich die Wurzeln, weil der Giersch ist ja auch das Gichtkraut. Und das Gichtkraut, das hilft uns, wenn wir Arthrose, Arthritis haben, dann braucht man den Giersch und da ist am wirksamsten sind eben da die Wurzeln. Und wie verarbeitet man die? Ja, die kennt man entweder auch, also ich grabe euch einmal eine aus. Das geht eh relativ schnell und das kennen eh auch viel. Gell, das wissen die Leute, der Giersch, der hat eben. Das wissen die Leute, wie man einen Giersch ausgrabt. Ja. Das kannst du mir glauben. Ja, weil er hat extrem viel. Also wenn man mal einen Giersch hat, dann kriegt man nicht mehr weiter, sagt man. Und ich habe zum Beispiel in meiner Kräuterausbildung eingeschrieben, der Giersch. Der hat mir schon manche schlaflosen Nächte beschert, bis dass ich mich mit ihm angefreundet habe. Und jetzt ist er so, dass ich ihn wirklich sehr schätze. Und das war halt eben so eine Wurzel. Mhm. Und die Wurzeln sind eigentlich alle miteinander verbunden. Gell? Das sind eben unterirdisch und die heißen Ausläufer. Der macht eben unterirdische Ausläufer. Und die werden eben
dann auch wieder gereinigt und auch zerkleinert, getrocknet oder eben auch als Tinktur angesetzt. Und also der Giersch ist wirklich, wenn das die Leute wissen, wie gesund der ist, dann tanzen viel mehr als Wildgemüse. Das ist mir egal, der muss trotzdem weg. Ich mache ihn einfach nicht. Und nein, Ausläufer heißt ja schon wieder für mich, er läuft dann mal rüber ins andere Beet. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber eben drum, wenn ich mich schon angefordert habe mit ihm, dann macht man eben, ja das nicht so viel. Eben. Und kannst du das zum Beispiel auch in einen Salat also wurzeln? Das könnte man auch in einen Salat tun. Genau, oder auf ein Brot. Und eben, wenn man das weiß, dann mag man vielleicht auch lieber, weil der Giersch, der ist ein Säurebinder. Also er macht den Körper basisch. Und drum ist er einfach wunderbar. Jetzt wirst du sehen, jetzt werden sie ihn auskommen beim Nachbarn und dann setzen ihn in ihren Garten. ja, das war ein schön. Du Hertha, hast du nicht so Probleme mit dem Giersch bei dir immer? Soll ich dir mal helfen? ja. Und was hat das auf sich? Das wollte ich fragen. Ja, das ist genau. Ein Krickel, oder? Ja, das da? Ist ein Krickel. Und wir Kräuterleute tun auch viel ausgraben mit einem Krickel, weil sozusagen. Bei der Wurzel ist es ja so, bei der Wurzel entnimmt man ja die ganze Pflanze. Und sozusagen in großen Mengen ist ja das auch nicht so ein Problem. Wenn mehr da ist, dann ist auch sozusagen, dann denkt man sich da ja, okay, dann ist eins weniger, ist nicht schlimm, aber wenn das jetzt sozusagen mit Achtung passiert und beim Krickel hat man halt sozusagen mehr Gefühl und man nimmt kein Eisen, dann ist man einfach mit der Pflanze anders verbunden. Um seine Gier zu zügeln sozusagen. Genau. Genau, weil wenn ich da mit dem Spaten und ich fahre halt da rein, dann ziehe ich. Ich war schon wieder mit dem Spaten rein. Ja, dann ziehe ich auch die Hälfte. Oder mit der Korbgabe. Ja, und halt auch vor allem auch für die ganzen Regenwürmer, für die ganzen Insekten und Lebewesen, die was halt auch unter der Erde wohnen und da wohnt nicht wenig drunter. Gell? Eine sanfte, achtsame Methode sozusagen. Genau, ja. Genau. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen wieder einmal. Schön, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich natürlich über jedes neue Abonnement. Immer schön, wenn das auch wächst. Und vielleicht noch kurz für alle, die das Glück haben, im November noch reinschauen und vielleicht einmal in unseren Shop auch reinschauen, wo es eben mittlerweile gar nicht so ein schlechtes Sortiment gibt. Wir haben jetzt im November 2020 machen wir -10% auf die Pflanzen. Und wir schauen eben, dass wir zumindest einen Teil von denen, die wir heute besprochen haben, Engelswurz zum Beispiel oder die wilde Karde, die haben wir im Shop drinnen, die könnt ihr euch dort besorgen. Und dann aussetzen sind eben auch, das ist vielleicht auch das Besondere, sage ich wahrscheinlich eh viel zu selten, dass die aus Saatgut gezogen werden, aus heimischen Pflanzen und dann eben genetisch alle irgendwo unterschiedlich sind. Und das Lässige finde ich jetzt heute an dem Thema, ich bin da auch nicht so der Experte, für das habe ich ja die Elisabeth heute gehabt. Das ist so unendlich, wenn man mit Pflanzen einmal anfängt, du kannst die eben sehr in Richtung, wie es ich jetzt immer gemacht habe, mit Insekten, Bienen, Hummeln, Schmetterlingen, du hast aber auch die andere Komponente, dass eben gerade viele dieser Wildpflanzen so extrem reichhaltige Inhaltsstoffe haben, was wir ja total vergessen haben, durch unsere Lebensweise einfach. Und wenn man sich da wieder ein bisschen vertieft, glaube ich, schaut das überhaupt nicht und es ist wirklich ein sehr, sehr reiches, schönes und auch gesundes Thema. Das war es jetzt von mir. Kommt gut um über die Zeit. Immunsystem stärken, immer gut. Also, pfiat euch, habt eine schöne Zeit.